Der republikanische US-Politiker Ron Paul hat den amtierenden Präsidenten Obama als Kriegsverbrecher bezeichnet. Bei dessen Anordnung der Militärintervention gegen Libyen habe Obama den Kongress übergangen und damit die Verfassung gebrochen, so der Abgeordnete des Repräsentantenhauses auf der Website Lou Rockwell. Paul zitiert eine CNN-Umfrage in den USA, nach der 55% der Befragten der Meinung sind, der Kongress und nicht etwa der Präsident müsse darüber entscheiden, ob die USA ihre Militärintervention gegen Libyen fortsetzen sollen. Trotzdem habe der Kongress die ihm von der Verfassung auferlegten Verpflichtungen mehr als 70 Tage lang ignoriert. Der Politiker erinnerte die Abgeordneten an ihren Eid und forderte sie auf, einen sofortigen Stopp der Einsätze zu verlangen. Alle Abstimmungen belegten, dass immer mehr Kongressmitglieder begriffen, dass die amerikanischen Kriege im Ausland bei den Bürgern höchst unpopulär seien. Diese forderten vielmehr, dass sich die Politiker endlich um die wirtschaftlichen Probleme der USA kümmerten, denn das Land sei bankrott und die US-Bürger wüssten das. Die Kriegspolitik müsse umgehend rückgängig gemacht werden, so der Politiker.